Aber schönes Zuhause hast du hier. Ja, ne? Auto zum T-Shirt. Also, ja, das ist mein neuester. Aber der ist auch, der gefällt mir auch richtig gut. Schön, ne? Ork Green, der ist foliert. Aus 83. Ich hatte ein anderes Lenkrad. Das ist ein Hackflügel, ja. Hammer, ne? Und das X, ja. Du weißt noch von dem Dreh, der wollte auch den X haben, ne? Das X unbedingt sehen von hinten. Aber der Flügel ist ja noch, guck mal. Ich habe so eine kleine Steigerung hier für dich hingestellt. Also der hebt auch ab, ne, wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Lenkrad auch ziehen. Ja, dafür ist innen die Farbe eher zurückhaltend. Mal sehen, ob ich in meiner Hose auch irgendwo dabei habe. Na ja, doch, hier. Setz dich mal rein, betätige es einfach mal. Das ist einfach wie, wirklich wie so ein Rennwagen, fühlt sich das an. Allein, dass da eine Kupplung ist, ne? Geil, ne? Boah. Stramm, ne? Ja, aber ich glaube, da kann man sie auch verschalten, oder? Weil die so nah aneinander sind, meinst du, ne? Aber das machst du, weil der hat ja so eine Feder, ne? Das heißt, wenn du rausgehst, legt er es eigentlich schon in eine richtige... Doch, du merkst es schon. Boah, geil. Geil, ne? Ja, das ist doch das Gefühl kennen. Ein Lieblingsstück haben wir direkt am Eingang hier gesehen. Zufälligerweise genau die Farbe meines T-Shirts. Hat auch eine eigene Geschichte, ne? Ja, hat auch eine eigene Geschichte. Also ich meine, das Auto an sich oder die Farbe? Nee, das Gesamtpaket. Ja, Auto und Farbe. Das Gesamt, also das ist, um ehrlich zu sein, ist es mein erster neu bestellter Porsche, den ich habe. Ach, siehste. Aus 2018. Siehste, ja. Also komischerweise vorher, das ist ein GT3 Touring, da war ich auch glücklich, dass ich diesen Zuschlag gekriegt habe. Und ich durfte irgendwie gefühlt vorher nie einen neuen Porsche bestellen. Er wurde nie bestätigt. Ich habe bestellt und bestellt und bestellt und ich habe nie eine Bestätigung bekommen. Ich wusste nie warum, ehrlich. Und hatten alle Angst, dass du die Autos zerschraubst. Genau, ja. Ehrlich, ohne Scheiß. Ja, ich glaube wirklich, logisch, dass es genauso ist, dass ich auf eine Liste war, wo es hieß, der kriegt keinen. Und das ist der erste. Und ich hatte den mal in Oliv, so ein südafrikanisches Motto drauf von den Silver Falcons. Das ist die Flugstaffel von Südafrika, weil ich ja halb Südafrikaner bin. Genau. Und die Farbe ist jetzt jüngst drauf, weil ich liebe diese Ursprungsfarbe, kommt ja vom 964 RS. Mhm. Seltenes Auto, echt teuer, habe ich kein Geld für und habe ich gesagt, die Farbe will ich haben. Deswegen habe ich jetzt die Folie herstellen lassen. Jetzt habe ich mein RS quasi. Die Leute haben sich doch da früher immer aufgeregt, wenn du beim Porsche irgendwas geändert hast. Weil gerade Porsche-Fans waren noch Traditionalisten. Da hast du irgendwie einen Fensterheber geändert. Da war um Gottes Willen, wir können ja im Elfer was machen. Hammer, ne? Das ist doch der Elfer. Das war so ein, Elfer war heilig. Ne? Genau, du durftest nichts verändern und du musst immer stringent alles original haben, weil sonst warst du einfach Abschaum. Aber war das nicht früher auch so, dass man sowas wie Porsche nicht getuned hat? Das war so verpönt. Ja. Entweder hattest du einen Elfer oder du hattest einen Turbo, aber nicht tunen. Und keine Bastelbude. Genau. Sobald du was gemacht hast, war es eine Bastelbude. Keine Bastelbude. Also es wurde ja auch besser. Also ich meine, ich glaube, es ist so eine neue Porsche-Generation wächst heran oder ist herangewachsen und jetzt ist das ganz cool. Das habe ich jetzt auch gelernt mit den Schrauben, dass das auch was Schickes ist. Ja. Weißt du, dann kriegst du ein Auto fertig geliefert, dann schneidest du es auf und machst es mit Schrauben wieder dran. Also da muss mir einer erklären, wo ist da der Sinn? Guck mal, das Ding, das gibt es ja auch schon fertig. Ne, hier ist es auch. Ja, ihr auch drauf mit gemacht. Schräubchen überall. Aber da, das ist, so fertig. Ist es fertig. Und dann macht man das auseinander und hämmert da die Schrauben rein und dadurch wird es teurer. Teurer und cooler. Teurer und cooler. Ja, aber ist ja eindeutig Geschmackssache. Das ist wie eine Hose mit Nieten dann, ne? Haben wir früher auch selber die Nieten Siehste? Reingehauen. Oder Löcher reingemacht. Guck mal hier. Genau. Da werden Löcher in die Hose gemacht, ja. Aber das ist halt wirklich echt Geschmackssache. Sehr, sehr speziell. Ja, aber es sieht schon, ich finde es auch schön. Ich bin immer der Meinung, wir sagen natürlich, wie kannst du ein GT Silber Turbo ohne Schiebedach, das ist perfekt, das Auto, wie kannst du es zerschneiden? Sage ich lebe ja in hier und jetzt. Ich möchte hier und jetzt Bock drauf haben. Ja. Und ich gucke jetzt nicht, dass ich damit Millionär werde oder was auch immer. Ich will jetzt Spaß haben. Nee, aber es hat auch was mit Unverwechselbarkeit, Authentizität zu tun. Ja. Und das Ding ist unverwechselbar. Das stimmt. Das ist ein Unikat. Das ist wie eine limitierte Auflage. Ne? Sonst kannst du von der Stange kaufen. Siehste? Wenn wir alle im dunkelblauen Anzug, sehen wir alle gleich aus. Wann war es das letzte Mal, dass du ein eigenes Auto hattest, wo du nichts dran gemacht hast und den nur so gefahren bist, wie er war? Das ist eine fiese Frage.
Also ich habe meinen Feldversuch gestartet. Da war ich. Da war ich noch studiert. Ich glaube, da war ich 22. Da habe ich ein Polo gehabt. Und ich habe mir fest vorgenommen, du kaufst dieses Auto gebraucht und lässt es, wie es ist. Weil du hast jetzt kein Geld für sowas. Du musst studieren, du musst dich konzentrieren aufs Wesentliche. Und es hat genau 3 Monate gehalten. Und ich habe 3 Monate jeden Tag mir gesagt, lass es so. Ist alles super, ist alles super. Und nach 3 Monaten habe ich angefangen umzubauen. Ja, jetzt sind wir hier noch im Aufbau. Also das ist ja Showroom, ne? Ja, ist klar. So, klar. Sind wir aber auch jetzt, du musst überlegen, wir haben ja seit 1,5 Jahren zu. Wir haben ja jetzt erst wieder auf. Und dann haben wir irgendwann auch gestoppt. Das heißt, normalerweise wären jetzt hier noch ein paar Podeste und dies und jenes. Und, aber dann hast du irgendwann gesagt, jetzt erstmal so lassen. Sind wir wieder am Weiterbauen. Dann die Theke haben wir gebaut und das haben wir gemaut. Ja, aber das ist schön, gemütlich. Ja, genau. Das ist eben auch individuell. Deswegen gehe ich zum Beispiel auch so gern zum Klaus, zum Maranello und sowas. Cool. Weil du fühlst dich... Was eigentlich noch schön ist, ist halt so eine Kaffee-Lounge oder sowas. Ne? Das haben die da und das haben die sehr italienisch gemacht. Das finde ich halt auch sehr schön. Ne? Du setzt dich dann dahin und dann guckst du auf die alten Pokale, auf die alten Autos. Ja, das mag ich. Du hast Ruhe und du hast auch viel Grundstück drumherum. Das heißt, du hast keine Probleme, das irgendwie platzmäßig... Du kannst direkt davor parken. Genau. Wunderbar. Und das finde ich immer wichtig, weil ich habe keinen extrem. Bock, dass du erst immer die Straße gehen musst. Wenn ich irgendwo hin will und muss dann erst suchen, wo ich parken kann, da komme ich schon gestresst rein. Ja, genau. Hoffentlich habe ich kein Knöllchen, wenn ich rauskomme. Ja, genau. Vielleicht steht der Wagen noch da, vielleicht nicht. Und so kannst du einfach hinstellen, kannst dich chillen. Man sieht, Porsche ist ein bisschen vorherrschend bei dir hier im Showroom generell. Zufall. Ist eine lange Geschichte, ja, mit Porsche und VW, alles völlig klar. Aber was wäre so, blöde Frage, aber was wäre dein Traumauto, wenn es sowas überhaupt noch gibt? Ja doch, es gibt es. Und es ist, glaube ich, ganz anders als... Tiefer gelegter Linienbus, ja. So, oder ein 7,5-Tonner. Ja, genau. Ein Traumauto wäre, Porsche-seitig ein 356, ein schöner. Mhm. Oder halt dann, wo raus ein 356 entstanden ist, ein Käfer. Ein toller Käfer. Immer noch ein Traumauto. Also total Banane. Man denkt jetzt, man würde jetzt ein Hypercar oder sowas. Jetzt kommt Bugatti oder irgendwas. Gar nicht. Bevor ich mir ein Bugatti kaufen würde, würde ich das Geld nehmen und mir ganz viele kleine Träume erfüllen. Das ist auch wieder recht, ja. Und womit fing es an? Was war dein erstes Fahrzeug? Golf 2. Ein Golf 2. Wieso haben wir alle mit Golf angefangen? Hammer, kommt das? Ja. Du auch, ne? Ja. Golf 1, ja. Ne? Ja. Wahnsinn, ne? Aber ich glaube, auch da ist die Affinität dann, jetzt, du siehst ja hier Volkswagen, Porsche und so. Und ich glaube, wenn es jetzt zum Beispiel ein Corsa gewesen wäre, dann wäre ich ein Opel-Fan geworden. Was ja auch voll in Ordnung ist. Mhm. Aber ich glaube, wenn du mit dem ersten Auto, was du hattest, gute Verbindung oder gute Erinnerung hast, kriegst du dann bleibst du, bist du markentreu und dann bleibst du auch in dieser Konstellation. Ich meine, ähnlich bei dir bist du ja auch eigentlich in der Konstellation geblieben. Ja, irgendwo ja. Mit einigen Ausrutschern zwischendurch, aber die hast du immer mal. Dann wollte ich irgendwann mal einen Sportwagen. Da habe ich dann einen Nissan 200 SX gefahren. Weil ich dachte, komm, ein toller Sportwagen. Und der ging auch wie die Hölle. Aber dann habe ich immer gedacht, aber das ist halt ein anderes Fabrikat. Ne? Und danach kam dann noch der erste Porsche. Dann war es wieder gut. Dann warst du wieder eingenordet. Genau, aber es ist verrückt. Aber irgendwann Wahnsinn. Probiert man sowas. Ne? So, aber jetzt kommt hier sowas. Eigentlich wollte ich hier einen Kaffee reinmachen. Ja. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, das ist halt dunkel und so weiter, also da kommt ein Simulator rein, ein Fahrsimulator. Auch eine geile Idee. Ja. Und hier kommen dann halt noch so ein paar Bilder und sowas alles hin, so eine kleine Hall of Fame. Das war schon geil. Gehst du? Ja. Ja. Ja, das ist das Motto dann, ne? Ja. Ja, das ist aber auch ein geiles Auto, Entschuldigung. Geil, ne? Ja. Und das Witzige ist, das ist in Los Angeles gewesen, bei dem Herrn hier, bei Magnus Walker. Das ist der ist ja ganz bekannt. Genau, ist der Porsche-Mensch eigentlich. Und an dem Tag hat er das Auto bekommen und wir haben zusammen die Probefahrt gemacht. Und da hat er nur gesagt, mach die nicht kaputt, deswegen habe ich ihm die Finger gezeigt. War ganz witzig, ey. Also den hat Roger Moore auch nicht kaputt gemacht, warum sollst du den kaputt machen? War ja bei James Bond, warte mal, der hat mitgespielt. Im Weiß war der. Der in Weiß. Der Spion, der mich liebte, mit Kurt Jürgens und Richard Kiel als der Beißer, genau.
Ach was. Ja. Cool. Ja, und das war auch interessant, weil normalerweise Bond war ja immer Aston Martin. Ne? Stimmt. War eigentlich Aston Martin. Dann haben sie irgendwann natürlich aus geschäftlichen Gründen, jetzt bei den Späten kam dann BMW. Und da war es für mich irgendwie durch. Weißt du, der englische Gentleman, sorry liebe BMW-Freunde, nichts dagegen, aber na, wenn der englische Gentleman plötzlich BMW steht und nicht mehr Aston Martin und Lotus ist auch noch britisch. Lotus ist auch noch britisch, aber ist alles klar, aber BMW. Das war einfach, und also, der wäre noch gut gewesen, irgendwie George Lazenby im Manta oder so. Das hätte noch gefehlt. Würde es mir passen. Würde es bei mir passen. Ja. Aber stimmt schon. Kannst du nicht machen. Jetzt kommen wir hier. Was ist denn, was ist dein Traumauto? Mein Traumauto ist im Moment, ich glaube, ein F8 Spider. Also Ferrari. Ja. Das ist ein geiles Ding. Ja. Der super. Marschiert auch richtig. Ja, bin ich auch schon gefahren, aber ja, ist halt. Muss man noch so ein paar Podcasts für machen. Ne? Viel Pulli stricken. Ja. Oder Socken stricken, sagt man. Aber, sind Autos, die werden... Ja, würdest du einen Ferrari überhaupt tunen? Ich weiß nicht, das sind so Autos. Ich behaupte immer, das ist fast schon so Gotteslästerung, wenn man die tunt. Würdest du aber Porsche eigentlich sagen auch. Sagen Sie mal, ne? Porsche auch. Ne? Deswegen, also ich glaube, das würde ich genauso machen. Ich könnte die Finger nicht stillhalten, das geht nicht. Eine F8 würde ich auch gerne machen, das ist gut. Aber was wäre denn dein grundsätzliches Traumauto? Wenn du, egal worum es gehen würde, würdest du jetzt eine F8 kaufen? Oder wird es noch was anderes sein? Schwierig. Dann wahrscheinlich eher noch, wenn es einen Nachfolger davon gibt, wie den Lusso. Das ist ja immer, ich hätte jetzt meiner gesagt, ein Ferrari-Kombi, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, ne? Was du meinst. Weil du kriegst du Gepäck rein, der hat Allradantrieb, den bin ich mal auf Schnee gefahren, der hat Hinterradlenkung. Da fährst du tatsächlich auch bei Glatteis, bei Schnee und hast trotzdem Ferrari. Und du hast vier Sitzplätze. Und hast Sicherheit, hast vier Sitzplätze und hast Kofferraum und hast trotzdem genug Gas, ne? Der über 700 PS, wenn ich richtig informiert bin. Jetzt kriegen wir einen Shitstorm, aber ich glaube über 700 PS. Ich glaube 740 oder so. Aber geil, V12, ne? So, jetzt geht es natürlich, wird ja auch gearbeitet, nicht nur gezeigt. Ab und zu wird gearbeitet. Wird ja hier auch gearbeitet. Das ist erstmal so ein Zwischenlager, so mit Kundenautos, mit meinen Autos. Und also guck mal, der Bulli. Genau, hier wird gerade ein E-Bulli gebaut. Aber das ist ID3-Technik da drin, vom neuen ID3. Den haben wir restauriert. Wer macht das? Da machen das dieselben Leute, die auch die anderen Autos zusammenbauen? Weil mit E ist doch wieder, habe ich gelernt, soll ganz anders sein im Aufbau und so, muss auf ganz andere Dinge achten. Mit High Voltage und so was alles. Eben deswegen. Also die Restauration und Karosseriemäßig haben wir alles selber gemacht. Ja. Es geht um dieses Package, da ist halt der Antrieb drin. Ganz Modul, das ist halt wirklich wie so ein Käfig. Ja. Das kriegen wir von einem Partner geliefert. Wir müssen halt nur die Peripherie halt dementsprechend umbauen, damit das alles passt. Ja, klar. Aber das ist ganz spannend. Carbon-Batterie. Komplett die Batterie aus Carbon. Aha. Also das ist so ein bisschen Formel 1 Technik. Ja. Also es ist richtig High-End ist das hier. Ja. Das sieht schon geil aus. Geil, ne? Und dann kommt das genau, diese Package unter dem Mitteltunnel halt. Ne? Und ist genau angepasst. Da hast du wie beim Rennwagen einen flachen Unterboden. Total geil, ey. Hier und hier, das ist zum Beispiel auch ganz witzig, ist ein alter Passat von 78. Ja okay, den hätte ich auch sogar erkannt. So, und der kriegt jetzt komplett neue Technik. Also der kriegt ein modernes Fahrwerk, der kriegt einen modernen Motor, der kriegt moderne Fahrassistenten, der kriegt alles modern. Andere Reifen garantiert, andere Räder, ne? Ja, das ist so 100%. Ja, weil das muss als erstes weg. Ist ja nicht schlecht. Und dann, wahrscheinlich Sitze, also alles anders. Alles neu. Nur, im Prinzip nur der Rahmen. Genau, nur quasi Karosse bleibt, wird aber auch noch umlackiert. Spiegel? Bleibt oldschool. Ja? Weil das, halt das hat was. Du weißt, du willst den Charme beibehalten. Ja. Aber wenn du da nämlich jetzt, das wollte ich gerade sagen, und dann am besten noch so einen kleinen Ding- und Abstandsmesser. Ja, dann. Kommen wir zum Thema. Ja, da bin ich auch mehr hin als her geworfen, aber klar, Tuning, Verbrenner, das gehört alles irgendwie zusammen. Hast du Schnittstellen überhaupt zu der sogenannten E-Mobilität? Wir wissen ja gar nicht, wie lange hält das an. Nein. Bleibt das, kommt irgendwann Wasserstoff und so weiter. Das sind ja alles so Zukunftsfragen, aber trotzdem muss man ja fragen, weil wir sehen ja immer mehr Tesla da draußen und was weiß ich. Also ich persönlich komme auch immer mit dem Gehör vom Motorsport, da fehlt mir so ein bisschen was, bin ich auch ganz ehrlich, sorry Leute, aber ist halt meine Meinung. Wie sieht das bei dir aus? Ähnlich, also ich bin absoluter Petrolhead, also ich muss irgendwie Geräusch, also Geruch, dazu, das gehört alles dazu, aber ich bin offen zu der Innovation, sag ich mal. Also wir bauen jetzt auch gerade einen T2 auf E-Mobilität um,
das eigentlich auch, ja, Gotteslästerung, sage ich mal, ein T2 auf E-Mobilität. Aber ich finde das ein spannendes Thema, weil ich gehe, also ich, diese ganze Umweltdebatte, die packe ich mal in eine Blase und packe sie beiseite. Das sollen die machen. Ich werde mich da nicht beteiligen. Aber diese Technik, die Innovation, das finde ich ganz spannend. Mhm. Und da bin ich auch offen für. Wie sich das durchsetzt, da habe ich keine Aktien drin. Weil ich meine, wenn es nach mir gehen würde, wird einfach der Verbrenner weiterleben und fertig. So, wir haben gerade Pause. Also wie immer. Ja, das ist so ganz typisch. Ja, finde ich aber richtig, dass nur der Chef arbeitet. Finde ich vernünftig. Danke, endlich. Ah, siehst du, die nach Hebebühnen, da kenne ich welche, die... Ja, die kippen so ein bisschen, ne? Ja, genau. Die fahren schon mal um. Die sind blau, kippen um, ja. Und so. Saugeil, ne? Also wir hatten nämlich bei unserem Dreh hatten wir eine 4-Säulenbühne, die war halt nur einfach aufgesetzt und dann ist sie fast gekippt, also sie ist nicht gekippt. Ja, aber da kriegst du plötzlich X-Beine. Das ist schon komisch, wenn du unter einem Auto stehst und merkst, wie die Stützpfeile X-Beine kriegen, aber auch das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, die bleibt ja, für uns erstmal. Die bleibt doch unter uns. Die bleibt unter uns. Das kriegt ja keiner mit. Ja, aber das ist mein Bus zum Beispiel. Ja, der ist mega. Der hat noch einen richtig cool, ja. Ottomotor. Aber der ist abgeschliffen, siehst du? Mhm. Das ist auch noch ein Charakter hier. Aber wir haben halt alles gemixt, Jeansstoff, Leder, Kaffeesack, Kokosmatten. Ja, hier ist unser Friedhof. Das ist der Friedhof, genau. Das ist unser Friedhof. Das ist Freds Revier. Wobei, was mir hier auch auffällt, dass ich kenne das ja von der Formel 1, da ist ja auch immer alles sehr clean. Wenn du normalerweise denkst du bei einer Box an Werkstatt, denkst du an Dreck, an schmierige Finger und so, dann kommst du hin und kannst was von der Erde essen oder so. Ne? Und ich finde, das sieht hier auch alles sehr clean aus. Ne? Also ist schon sehr, sehr, sehr geordnet und so. Ne? Weil, da rechnest du ja in der Werkstatt nicht mit. Nee. Und das ist aber wichtig halt. Ne? Das ist ja, ja. Das ist so auch ein Eindruck. Sich halt, die erwarten ja was, wenn ich zu dir komme. Ja. Beifahrer, wie ist das? Wie oft sitzt du überhaupt auf dem Beifahrersitz? Eigentlich, also es gab eine Zeit gar nicht. Dann war ich der schlechteste Beifahrer überhaupt. Das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Wirklich. Aber dann habe ich angefangen zu arbeiten währenddessen. Also nicht während der Fahrt, sondern dann habe ich gesagt, fahr du, ich arbeite. Mhm. Und dann hat sich das irgendwann mal eingeschlichen, dass ich sogar oft Beifahrer bin. Ehrlich. Mhm. Und ich genieße es sogar, Beifahrer zu sein. Ich genieße es mittlerweile, Beifahrer zu sein und gib gerne und sag, komm, fahr du. Mhm. Weil es ist ja auch so, wenn du, weißt du selber, du bist jetzt irgendwo unterwegs. Spaß, Adrenalin. Wirklich. Ja. Und du bist jetzt zum irgendeinem Event auf dem Weg, dann willst du dich ja auch gar nicht diesen Stress aussetzen, weil das ist schon stressig und du willst ja einfach gechillt ankommen. Ja, und deswegen sage ich immer nur, Schatz, fahr. Und dann bleibe ich einfach nur sitzen und denke, ach, ist das schön. Ja, siehst du wieder einen Porsche? Ja. Ja, ist ja auch schön. Ah. Macht doch am meisten Spaß. Ja, das ist also zum Beispiel diese Breitbauten aus Japan. Ja. RWB halt, ne? Und da siehst du, das ist hier einfach geschnitten, ne? Mhm. Ist einfach geschnitten und dann wird das hier rangesetzt. Und das macht der dann, der kommt aus Japan extra hier hin. Das ist also ein Profi, der dann speziell diese früher Leichen zersägt und jetzt macht er Autos. Früher war er Bauarbeiter, jetzt Autodoc. Ja, aber geil. Geil, ne? Und dann haben wir es jetzt mal hingestellt, damit die Leute das sehen. Das macht ja schon Spaß, weil nochmal, das ist ja kein, das ist ja alles top, high-end und ja, du hast das Gefühl, du baust eine wertvolle Uhr zusammen, ne? Ja, so, ja, genau. Und das ist ja, wirklich, das ist, du sagst ja schon. Fasst man ja auch gerne an. Ja, sowas, genau, ne? Die Haptik. Das ist es, ne? Und richtig. Ich bin auch sehr haptischer Mensch, finde ich auch wichtig. Deswegen auch mit so einem Flügel, kann man drüber denken, was man will, aber da einmal so drüber zu gehen, mal anzufassen oder die Reifen, Felgen, schön, ne? Hat schon was. Ja. Deswegen habe ich gesagt, du musst in die Tür bei mir. Genau. Genau so läuft. Mach hier einen Strich drunter. Wunderbar. Ich danke dir. Ich danke dir. Euch. Und wäre schön, wenn ihr in die Kommentare schreibt. Gefällt euch das? Sollen wir sowas mal öfter machen? Was habt ihr für eine Meinung dazu? Von bis. Ihr habt ja alle gut zugehört. Also danke. Bis bald. So long. Tschüss.